Die US-Botschaft in Peking warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten Menschen. Anlass ist dafür die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, ausgelöst möglicherweise durch ein neuartiges Coronavirus. Das glauben zumindest chinesische Wissenschaftler. Als mysteriöse Lungenkrankheit dringt Corona Anfang Januar in die Nachrichten und bringt in den Wochen darauf die ganze Welt in einen Ausnahmezustand. Das Virus beschränkt Freiheiten überall, auch die Pressefreiheit. Die ersten bekannten Fälle von Covid-19, meist nur Corona genannt, treten in Wuhan auf. Das autoritäre China geht hart gegen das Virus vor. Auf 1,43 Milliarden Einwohner kommen bis heute offiziell 3.346 Tote durch Corona. Die chinesische Staatsführung setzt auf totale Kontrolle. Fiebermessen vorige Woche am Bahnhof in Wuhan. Nur wer gesund ist, darf die Stadt verlassen. Immerhin, 76 Tage kam niemand raus. 11 Millionen Menschen eingesperrt. Den ganzen Tag über hat sie Filme über die Wiedereröffnung Wuhans geschnitten, ARD-Korrespondentin Tamara Anthony. Mit einem eigenen Kamerateam nach Wuhan fahren konnte sie nicht. Wir wissen eben nicht, können wir jetzt nach Wuhan fahren und nach einer Woche wieder zurück, oder wird uns dann gesagt, es ist zu gefährlich für die Gesellschaft, wenn ihr wieder zurück nach Peking kommt und darum dürft ihr nicht zurückkommen. Und das war ein Grund, weshalb wir entschieden haben, dass wir nicht nach Wuhan fahren. Und das wird eben der Lackmustest, wird eben diese Bewegungsfreiheitseinschränkung ausgenutzt, um Journalisten letztendlich Fesseln anzulegen. Noch mehr Fesseln? Eine strenge staatliche Zensur macht kritische Berichterstattung für chinesische Journalisten ohnehin unmöglich. Im Staatsfernsehen jeden Abend das gleiche Ritual. Die erste Viertelstunde ist dem Staatsführer vorbehalten, Xi Jinping pur. Die nächsten 10 Minuten gehören den Helden im Kampf gegen Corona, den Krankenschwestern und Ärzten. Corona hat die Kontrolle der Journalisten in China noch einmal verschärft. Durch Corona sind andere Mechanismen hier eingeführt worden, die es dem Staat leichter machen zu überwachen, weil eben es jetzt ganz gang und gäbe ist, dass man überall, wo man hingeht, seine Telefonnummer angeben muss und einen Code scannen muss und niemand weiß, wo die Daten landen. Nach Peking kehrt das Leben langsam zurück. Zaghaft öffnen manche Geschäfte wieder. Beim Eintritt muss sich die Korrespondentin jetzt ausweisen, persönliche Daten und Körpertemperatur hinterlassen. So werden von jedem Bewohner des Riesenreiches Bewegungsprofile erstellt, auch von Journalisten. In einem Restaurant, das Essen ausliefert, erklärt die Angestellte stolz das System. Auf dem Kassenzettel ausgewiesen, die Körpertemperatur des Kochs, des Verpackers und sogar des Fahrers. Das ARD-Team kann nur in Peking drehen. Wer die Stadt verlässt, muss bei seiner Heimkehr 14 Tage in Quarantäne. Wenn im Fernsehen nur die offizielle Staatspropaganda läuft und man sich draußen kaum bewegen kann, braucht man als Journalistin andere Zugänge. Gerade in der Hochzeit von Corona waren die sozialen Medien eigentlich meine Hauptquelle. Das für mich Praktische war, dass viele ausgewichen sind auf Twitter und YouTube, um dort Sachen zu posten, weil eben das nicht zensiert werden kann. Man brauchte nur VPN, also einen Tunnel, um darauf zurückzugreifen. Und offenbar wurden die Netze auch nicht verlangsamt. Fast übergelaufen ist das Netz in jener Nacht, als der Arzt Li Wenyang starb. Er hatte bereits im Dezember vor einem SARS-ähnlichen Virus gewarnt und bekam dafür eine Vorladung zur Polizei. Er habe Gerüchte verbreitet. Im Februar starb der Arzt selbst an Covid-19 und das Echo in den sozialen Netzwerken war gigantisch. Viele Nutzer änderten ihr Profilfoto, posteten sein Bild, der Mundschutz aus Stacheldraht. Ein für chinesische Verhältnisse unfassbarer Vorgang. Erst am nächsten Morgen kamen die Zensoren hinterher, alles wieder zu löschen.
Hätte es in China Meinungs- und Pressefreiheit gegeben, so die Überzeugung vieler, wäre die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen gewesen. Auch die sogenannten Bürgerjournalisten hatten sich einiges getraut. Privatpersonen, die auf eigene Faust in die Krankenhäuser in Wuhan fuhren und ihre Videos danach ins Netz stellten. Es gibt weiter eben einige von diesen Bürgerjournalisten, die prominent geworden sind und dann verschwunden sind, und die sind auch weiterhin verschwunden. Mit einigen von ihnen hat die Korrespondentin noch Interviews führen können, bevor die Polizei kam und sie mitnahm. Wir als Studio haben einfach diese Kontakte verloren und haben keine Möglichkeit mehr, mit unseren Gesprächspartnern von damals in Kontakt zu kommen. Was mit den Bürgerjournalisten genau geschah, weiß niemand. Sie sind einfach aus der Öffentlichkeit verschwunden. Auch andere Themen wie weggeblasen. Hongkong? War da was? Noch im November wurde täglich von den Massendemonstrationen berichtet. Heute ist die Stadt abgesperrt. Und die Lage der Uiguren in ihren riesigen Lagern im Nordosten Chinas? Kein Thema mehr. In China nicht und auch nicht bei uns. Wir gehen davon aus, dass die Lage jetzt desaströs ist, weil eben 1 Million Menschen dort in Lagern untergebracht ist und wir wenig davon gehört haben, dass besonders Wert darauf gelegt wird, dass diesen Menschen geholfen wird. Wir haben aber keine Chance, dorthin zu fahren und zu berichten oder mit Leuten zu sprechen. Mit jedem, mit dem wir sprechen würden, der würde deshalb alleine schon in so ein Lager kommen. Die Corona-Pandemie überlagert alle Nachrichten in China und im Rest der Welt. Den Machthabern in Peking kann das nur recht sein. Überhaupt kommt die ganze Geschichte, wie sie jetzt läuft, der Staatsführung sehr entgegen. Mein Gefühl ist, dass China mit diesem Narrativ, wir haben es geschafft, unter Kontrolle zu bringen, wir waren besser als die westlichen Demokratien, durchkommen wird. Und jede Hilfslieferung aus China unterstützt dieses Narrativ. Von den Chinesen, die das Virus bezwungen haben, und den Europäern, die jetzt ihre Hilfe brauchen. In einem anderen Teil der Welt verschärft das Virus eine ohnehin katastrophale Lage. In der Stadt Idlib in Syrien herrscht ein brüchiger Waffenstillstand. In ganz Syrien leben nur noch ungefähr 17 Millionen Menschen. Offiziell gibt es 2 Tote durch Corona. Beobachter der Lage gehen von deutlich mehr aus. In Idlib verändert Corona die Situation der Pressefreiheit auf ungewöhnliche Weise. Seit Corona ist es sogar in Idlib ruhiger. Keine ständigen Bombardements mehr auf die letzte Hochburg der Assad-Gegner im Land. Der Waffenstillstand hält leidlich. Je mehr die Russen und die Iraner mit der Bekämpfung des Coronavirus beschäftigt sind, desto ruhiger bleibt die Lage hier. Wir skypen mit Jamil. Er ist Kriegsreporter beim Internetsender Orient News, berichtet seit Jahren über Assads brutales Vorgehen. In der Hoffnung, dass die Welt endlich einschreitet. Seit mehreren Stunden arbeiten die Rettungsmannschaften, um Verletzte und Tote zu bergen. Auch jetzt wird die Waffenruhe von Assads Miliz gebrochen. Die Luftangriffe auf verschiedene Gebiete dauern noch an, auch wenn es aktuell keine weiteren Opfer gibt. Assad, davon geht Jamil aus, würde lieber heute als morgen Idlib einnehmen. Corona bedeutet für Jamil eine Pause, keine gute. Ich habe so viel Leid erlebt, dass ich mir um mein persönliches Leben keine Gedanken mache. Doch der Ausbruch des Coronavirus hier wäre für Millionen Menschen verheerend. Ich mache mir Sorgen um die, die schutzlos sind und für die wir doch alles Erdenkliche getan haben, um sie am Leben zu erhalten. Wie 1,5 Millionen Syrer ist Jamil seit Jahren auf der Flucht. Von Ort zu Ort, von Wohnung zu Wohnung. Immerhin kann er sich überhaupt noch eine Wohnung leisten und im Moment hier auch ganz normal arbeiten. ARD-Korrespondent Oliver Meyer-Rüth ist immer wieder zu Besuch hier, berichtet über die riesigen Flüchtlingslager vor der Stadt und kennt auch die Arbeit der einheimischen Journalisten. Das sind natürlich auch alles irgendwo, ja, muss man sagen, Helden, die da immer noch aufstehen und berichten über das Regime oder über irgendwelche Terrorgruppen, die dort unterwegs sind. Das
erfordert schon sehr, sehr viel Mut. Das ist schon was ganz anderes als das, was wir eben in Deutschland, wenn wir in Deutschland berichten, veranstalten in solchen Kriegsgebieten. Da kann das natürlich lebensgefährlich sein. Hier, im Kriegsgebiet in der Region Idlib, arbeitet auch sie. Muna, 25, Moderatorin und Autorin beim Radiosender Watan FM, derzeit im Homeoffice. Ich habe große Angst vor Corona. In den letzten 2 Jahren habe ich einiges durchgemacht und dadurch viel Gewicht verloren. Schon eine leichte Erkältung lähmt mich monatelang. Muna ist wie Jamil seit Jahren auf der Flucht. Sie kommt aus einer Stadt südlich von Idlib. Dort hat sie angefangen, Reportagen über Assads Vormarsch zu schreiben. Nach einem schweren Angriff erschien ihr erster Bericht. An dem Tag fielen viele Bomben. Am Anfang wussten wir nicht, wer dahinter steckt. Wir waren sehr jung und hatten viel Angst. Vor allem, weil wir weit weg von der Familie waren. Die Situation war sehr chaotisch. Die Stimmung war furchterregend für mich. In ihren Radiokommentaren geht sie einen Schritt weiter, kritisiert den Bombenkrieg und die Menschenrechtsverletzungen. Das bringt sie in Gefahr. Die Drohungen, die ich bekommen habe, kamen von Gruppen, die al-Assad nahestehen. Drohungen und Beleidigungen aller Art. Wir werden euch kriegen, wir werden euch schlachten und ähnliches. Idlib ist die letzte Region, in der sich noch Assad-Kritiker aufhalten können. Hierhin haben sich insgesamt 400 Journalisten geflüchtet. Auch Jamil gibt denen eine Stimme, die Assad anklagen. Ein kleines Mädchen, ohne Kopf, ohne Arme und ohne Beine. Wo ist euer Gewissen? Habt ihr nicht genug Blut gesehen? Ich persönlich wurde auch bedroht und terrorisiert. Eines Tages, als ich nach einer Reportage zurück nach Hause kam, wurde mein Auto in die Luft gesprengt. Denn auch in Idlib ist Assad nicht weit. Und seine Anhänger sind es auch nicht. Es gibt viele Zivilisten, die für Assads Regierung arbeiten und über WhatsApp kommunizieren. Sie führen unterschiedliche Befehle durch, wie die Ermordung von Rebellen, Aktivisten oder von Journalisten. Es könnte sein, dass ich hier so einem Informanten begegne, ohne ihn als solchen zu erkennen. Der Geheimdienstapparat des syrischen Regimes ist sehr, sehr groß. Also da wird ständig verfolgt, was solche regimekritischen Medienschaffenden in Syrien veranstalten. Die gucken sich das genau an, die wissen auch genau, wer diese Leute sind. Noch hält die Waffenruhe. Aber wenn Corona im Griff ist, werden Assads Truppen Idlib wahrscheinlich einnehmen und seine Kritiker verhaften. Entweder sie werden getötet oder sie verschwinden in irgendwelchen Folterkellern für eine sehr, sehr lange Zeit. Muna und Jamil würden fliehen, wenn sie könnten. Doch von der einen Seite kommen Assads Truppen. Und auf der anderen Seite ist die Türkei, die sie nicht mehr reinlässt. Wir sind in der Falle. Nicht nur ich. Auch viele andere Aktivisten und Journalisten. Wo sollen wir hin? Wir können nirgends hingehen. Am Ende werden wir alle hier bleiben. Möglicherweise werden wir irgendwo in Zelten untergebracht. Keiner kann voraussehen, wie die Dinge sich entwickeln. Kein Schutz für Assad-kritische Journalisten. Ich werde, wie alle anderen Aktivisten auch, weitermachen, bis ich ermordet oder verhaftet werde. Wo soll ich auch hin? Es gibt keinen sicheren Ort. Ich werde bei meinen Landsleuten und bei meiner Familie bleiben. Falls ich am Leben bleiben sollte, werde ich sehen, wo ich hingehen kann. Ich werde weiter schreiben und arbeiten. Nichts kann mich daran hindern, außer der Tod. Ich muss weiter über unser Leben berichten. Die Wahrheit und die Objektivität sind mir sehr wichtig. Diese Arbeit hat mich schon oft in Gefahr gebracht. Ich habe nicht vor, damit aufzuhören. Corona bringt Ruhe und Leid nach Idlib. Weit weg vom Krieg, aber getroffen wie kein anderes Land in Europa, Italien. Das Virus hat sich sehr schnell im Norden, dann aber auch im Süden verbreitet. 60 Millionen Menschen leben in Italien. Mehr als 21.000 sind bislang am Virus gestorben. Corona hat schwerwiegende Folgen, auch für die Berichterstattung.
Diese Zeitung hat sie aufbewahrt. La Repubblica vom 12. März. Chiude l'Italia. Italien geschlossen. Das ist tatsächlich eine, journalistisch gesehen, natürlich eine wahnsinnig spannende Zeit, aber auch nicht so ganz einfach zu handeln. Ellen Trapp ist seit 4 Jahren Auslandskorrespondentin der ARD in Rom. Seit bald 5 Wochen gilt eine Ausgangssperre in ganz Italien. Ausgerechnet am Karfreitag kündigt der Ministerpräsident ihre Verlängerung an. Die Abendnachrichten überschlagen sich. Bis zum 3. Mai steht das Land mit wenigen Ausnahmen weiter still. In Italien gilt Pressefreiheit. Über die Zahl der Toten, die Zustände in den Kliniken, wird ungefiltert berichtet. Aber weiter als bis zur Stadtgrenze kommt die Korrespondentin zurzeit nicht. Corona schränkt die Pressefreiheit ein, weil das Virus ihre Reisefreiheit klaut. Wir haben keine Möglichkeit mehr zu reisen. Das heißt, alles, was wir sozusagen aus Italien berichten, sagen wir mal aus Rom berichten, das ist das, was wir selbst drehen, weil wir uns in Rom und in der näheren Umgebung von Rom noch frei bewegen können. Alles, was außerhalb Lazios sozusagen der Region passiert, können wir nicht mehr abdecken. Als Ersatz haben sie sich ein engmaschiges Netz von Producern und freien Kamerateams im ganzen Land aufgebaut. Ellen Trapp recherchiert von Rom, die Bilder und Töne liefern andere zu. Im Gespräch mit den Protagonisten, mit dem Team, mit den Producern dort vor Ort, versuchen wir, auf die Art und Weise unsere Berichterstattung sicherzustellen. Und das ist journalistisch gesehen, da müssen wir uns nichts vormachen, natürlich nicht optimal. Wir haben das früher alles selber gemacht, indem wir natürlich selber immer im Land unterwegs gewesen sind. Das ist aber im Moment leider nicht möglich. Was in Rom immer Arbeit macht, ist der Papst. Doch sogar er muss sich dem Coronavirus fügen. Der Kreuzweg an Karfreitag wurde vom Kolosseum auf den leeren Petersplatz verlegt. Die Gläubigen durften nur im Fernsehen zuschauen. Wichtigstes Werkzeug für Ellen Trapp ist eins, das gerade viele Menschen im Shutdown nutzen. Tatsächlich freue ich mich auf die Zeit, in der Interviews wieder ganz normal geführt werden und nicht via Skype, so wie wir es jetzt tun, weil das ist tatsächlich das, was wir jetzt auch ganz häufig machen, dass die Leute sagen, klar, ich gebe dir ein Interview, aber kannst mich anskypen, was ich sozusagen als Fernsehjournalistin nicht nur bildlich nicht so schön finde, sondern eigentlich fände ich es ja auch schöner, den persönlichen Kontakt zu haben. Italien ist das Land in Europa, das am schwersten vom Coronavirus betroffen ist. Auch wirtschaftlich. Die Regierung appelliert an die europäische Solidarität und schnürt daheim ein Hilfspaket nach dem anderen. Manchmal kriegt sie die Bilder abends nicht mehr aus dem Kopf, über die sie tagsüber berichtet. Etwa die Toten, die mit Militärfahrzeugen zur Einäscherung ins nächste Krematorium gebracht werden. Das Bild der Krankenschwester, die vor Erschöpfung vor ihrem Computer eingeschlafen ist. Ob sie all das wieder loslässt? Ich glaube schon, dass diese Corona-Krise, egal ob man Journalistin ist oder das sozusagen als normaler Bürger eines Landes miterlebt, dass das schon was mit uns macht und dass das auch mit mir was persönlich macht. Und da bin ich auch ein bisschen gespannt, wie das tatsächlich sein wird. Tutto andrà bene, heißt es in Italien. Alles wird gut. Einmal um den Globus ist das Virus schneller gereist als zunächst vermutet. Den USA stehen schwere Zeiten durch Corona und im Herbst eine Präsidentschaftswahl bevor. 329 Millionen Menschen leben hier. Mehr als 26.000 sind bislang an Corona gestorben. Präsident Trumps Umgang mit Corona widersprüchlich. Journalisten in Washington spüren das täglich. Es ist leer auf Washingtons Straßen. Auch hier gelten Ausgangsbeschränkungen. Die USA melden inzwischen die meisten Infizierten und Toten weltweit. Raus geht nur, wer wirklich muss. Einschränkungen auch für die ARD-Korrespondentin Claudia Buckenmeier. In ihrem Arbeitsalltag hat sie sich inzwischen damit arrangiert. Sie und ihre Kollegen im Studio haben sich in 2 getrennte Teams aufgeteilt.
So vermeiden sie den Ausfall aller, sollte einer krank werden. Das größte Problem aber, keiner von ihnen kann längere Drehreisen unternehmen. Washington DC ist eine Blase. Viel beschrieben, viel beschworen. Ich finde es wichtig, dass man Reaktionen von den Menschen aus der Mitte des Landes bekommt, aus den verschiedenen Bundesstaaten, die alle unterschiedlich sind. Das ist etwas, was wir so in der Breite momentan nicht bekommen. Und das finde ich ein großes Manko. Dabei wären hintergründige Berichte derzeit besonders wichtig. Denn die USA sind nicht nur in der Krise, sondern auch mitten im Wahlkampf. Der Präsident hat seinen Umgang damit längst gefunden. Seit Wochen hält Donald Trump tägliche Pressekonferenzen ab. Zu Beginn seiner Amtszeit hatte Trump die bis dahin üblichen täglichen Briefings im Weißen Haus abgeschafft und lieber direkt über Twitter kommuniziert. Nun ist er fast jeden Tag auf Sendung. Nur, wie ernst nimmt Trump die Lage? Anfang April befragt ihn ein Reporter zu Modellrechnungen davon, wie viele Amerikaner an dem Virus sterben werden. Die Modelle zeigen, dass hunderttausende Menschen sterben werden. Mit Modellen, also Models, kennt Trump sich aus und deutet an, was ihm dabei einfällt. Die Professionals did the models. I was never involved in a model. But at least this kind of a model. Die großen Sender übertragen die Pressekonferenzen zunächst in voller Länge, mit hohen Einschaltquoten. Doch deren Informationsgehalt ist gering, denn immer wieder verwirrt Trump mit falschen Informationen. CNN unterbricht daher die Übertragung seit einiger Zeit mit Faktenchecks. Denn Trump widerspricht sich oft sogar selbst. Wir werden unsere Zahlungen an die WHO stoppen. Ein sehr mächtiger Zahlungsstopp. Und Minuten später leugnet er, gesagt zu haben, was er eben gesagt hatte. Kurze Nachfrage. Ist es eine gute Zeit, Zahlungen an die WHO einzufrieren während einer Pandemie? Nein, vielleicht nicht. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Das haben Sie aber gerade gesagt. Meiner Ansicht nach ist es notwendig, diese Faktenchecks zu machen, um die Bevölkerung nicht komplett verunsichert zurückzulassen. Donald Trump hat die Eigenschaft, immer wieder falsche Zahlen anzugeben, Dinge zu übertreiben oder zu verharmlosen. Und diese Verunsicherung, die das auslöst, die halte ich persönlich für unverantwortlich. Und doch scheint hinter dieser Art von Auftritten ein System zu stecken. Man bekommt regelrecht das Gefühl, dass diese Pressekonferenzen ein Stück weit Ersatz für seine Wahlkampfveranstaltungen sind. Er holt aus gegen die Medien, er holt aus gegen einzelne Journalisten, er holt aus gegen seine politischen Gegner, nennt zum Beispiel den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten Joe Biden Sleepy Joe und macht sich etwas über ihn lustig. Das sind Dinge, die er bei seinen normalen Wahlkampfveranstaltungen früher auch immer gemacht hat. Denn aufgrund der Pandemie fallen diese derzeit aus. Noch im Februar behauptete Trump vor seinen Anhängern in South Carolina, das Virus sei bloß ein Trick der Demokraten, um ihn politisch anzugreifen. Jetzt politisieren die Demokraten das Coronavirus. Sie haben alles versucht, aber jetzt wendet sich das Blatt. Sie haben verloren. Das ist ihre neueste Erfindung. Doch inzwischen ist es Trump selbst, der das Virus politisch und medial instrumentalisiert. Neben Trump leugnet auch Bolsonaro in Brasilien zunächst die Gefahr durch das Virus. Corona erreicht dennoch Südamerikas größtes Land mit seinen 211 Millionen Einwohnern. Bisher sind hier offiziell 1.552 Menschen an Corona gestorben. Für die Berichterstatter in Rio eine schwierige Situation. Ganz in der Nähe von Rios Luxusstränden liegt Brasiliens größtes Armenviertel, Rocinha. In der Favela leben rund 100.000 Menschen dicht an dicht. Matthias Ebert hat für die Tagesschau mit den Bewohnern gesprochen. Vor kurzem sind die ersten hier an Covid-19 gestorben. Das wird ein Desaster. Viele hier haben bereits Tuberkulose. Die Leute verstehen nicht, dass sie zu Hause bleiben sollten.
Nicht alle in Brasilien teilen diese Einschätzung. Der Präsident Jair Bolsonaro hat die Gefahr lange geleugnet. Das Virus sei nicht schlimmer als eine leichte Erkältung. Viele Medien sind auf dem Holzweg. Sie haben ein Gefühl von Angst verbreitet durch die hohen Opferzahlen in Italien. Ein perfektes Szenario, das die Medien noch weiter angefacht haben, damit sich eine regelrechte Panik in unserem Land verbreitet. Er ist ein Freund von einfachen Wahrheiten, von einfachen Realitäten. Das heißt, kritische und freie Medien sind für ihn quasi ein Klotz am Bein. Sie stören nur, sie decken Widersprüche auf, sie decken Lügen auf. Und das scheint Bolsonaro einfach nicht zu gefallen. Lieber sind ihm die sozialen Medien. Hier bestimmt er selbst das Programm. Bolsonaro ganz nah am Volk, noch vor wenigen Tagen. Auf Brasiliens meistgeschautem Fernsehkanal gibt es dafür Kritik. Grüße, Umarmungen, Händeschütteln. Damit hat er erneut die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation missachtet, die Länder auf allen Kontinenten befolgen. Der Sender Globo ist Bolsonaros Lieblingsfeind. Dabei hatte sich das Medienimperium vor wenigen Jahren noch an der damals regierenden linken Arbeiterpartei abgearbeitet. Globo an sich ist ein Sender, der sehr viel Einfluss hat. Das Journal National um 20.30 Uhr jeden Abend hat den Charakter der Tagesschau, vielleicht sogar so wichtig wie Tagesschau und Heute Nachrichten zusammen. Das heißt, in Wahlkampfzeiten, in Krisenzeiten wird auch dort mehr eingeschaltet und man spricht darüber, was dort passiert. Bolsonaro wehrt sich, wieder in den sozialen Medien. Aufgepasst, brasilianisches Volk. Diese Leute sagen, ich liege falsch und ihr müsstet zu Hause bleiben. Jetzt frage ich, was macht ihr dann hier? Die Hetze gegen die Medien hat Folgen. Etwa wenn Bolsonaro-Anhänger einen Moderator des Senders Globo auf der Straße erkennen. Du Spalter, scheiß Wichtigtuer, Globo-Müll, du Heuchler, du und dein Sender, ihr seid Müll. Bolsonaro-Fans demonstrieren sogar gegen Globo, zum Beispiel in der Hauptstadt Brasilia. Globo, der größte Feind Brasiliens. Und in der Wirtschaftsmetropole Sao Paulo. Hey, Globo, schieb's dir in den Arsch! Es wird sehr ausfallend, es wird sehr aggressiv. Und man merkt, dass die militanten Gruppen, die hinter Bolsonaro stehen, eben ganz konkret auch Druck ausüben auf Journalisten und auch häufig genug Todesdrohungen aussprechen. All das ist besorgniserregend, weil eben der politische Diskurs nicht mehr mit normalen Mitteln ausgetragen wird, sondern zunehmend militant wird, zunehmend aggressiv wird und sich viele Leute im Netz Anfeindungen gegenüber ausgesetzt sehen und auch wirklich Details veröffentlicht werden, wo ein Journalist wohnt, wo die Kinder zur Schule gehen. Bolsonaros Anhänger tun alles für ihren Präsidenten. Doch von anderen bekommt er immer mehr Gegenwind. Die Gouverneure von Rio de Janeiro, Sao Paulo und vielen anderen Bundesstaaten haben gegen seinen Willen Ausgangsbeschränkungen verhängt. Mitglieder der Regierung hingegen verbreiteten auf sozialen Medien die Botschaft, Brasilien darf nicht stehen bleiben. O Brasil não pode parar. Doch ein Gericht hat die Kampagne gestoppt. Und Twitter löschte sogar zwei Videos von Bolsonaro persönlich wegen falschen Informationen. In Bolsonaros eigener Regierung tobt ein Machtkampf. Der Gesundheitsminister pocht auf strenge Isolierung. Bolsonaro wollte ihn entlassen, doch andere Mitglieder der Regierung haben das verhindert. Das zeigt unterm Strich, dass er weniger Macht hat als zuvor. Das zeigt, dass er nicht mehr so umfassend durchregieren kann, wie er es gerne möchte, weil in der Corona-Krise andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Bolsonaros Macht scheint zu bröckeln. Matthias Ebert wird das weiter beobachten, genauso wie seine brasilianischen Kollegen. Corona verschärft den Kampf um die Pressefreiheit, die gerade jetzt für viele Menschen an vielen Orten an Bedeutung gewinnt.